Willkommen zum Sportmagazin auf AMQ-TV, heute in leicht verkürzter Fassung. Kommen wir gleich zum SC Rissersee. Der verlor sein erstes Pre-Playoff-Spiel gegen die Jokers auf Kaufbeuern nach 3:0 Führung mit 3:4 nach Penaltyschießen. Für die SCR-Führung sorgten Reagan, Suchan und Kevin Capstead. Im letzten Drittel glichen McFeeters, 13 Sekunden später Emil Ekblatt und Peter Sikora per Penalty aus. Im Penaltyschießen war es schließlich Go Tanaka, der Japaner, der für den ESV den ersten Sieg und somit für das 1:0 in der Serie sorgte. Beim Basketball stand das Derby Partenkirchen gegen Staffelsee auf dem Programm. Die Staffelseher wollten ihre Chance auf die Meisterschaft wahren, verloren aber 83:71. Efimenko mit 24 Punkten und Stankovic mit 19 Punkten waren die besten Scorer auf Partenkirchener Seite. Muroda mit 29 Punkten der beste bei den Staffelsehern. Kommen wir zum Fußball. Wir haben zwei Ergebnisse der B-Junioren. Murnau gegen Altstadt 1:0 und der Tabellenführer in der Kreisliga Ammertal kommt gegen Buchloe nur auf ein 0:0. Und hier sind die Handballergebnisse. Kommen wir gleich zu den Terminen für die nächste Woche. Am Freitag will der SC Rissersee natürlich den Ausgleich schaffen. In Kaufbeuern geht es um 19.30 Uhr los. Die Basketballer des ESV Staffelsee haben zwei Auswärtsspiele am Wochenende. Am Samstag müssen sie nach Utting und am Sonntag nach Peißenberg. Die Partenkirchner müssen ebenfalls auswärts ran. Es geht nach Hechendorf. Wer sich Handball am Wochenende anschauen will, der bekommt hier die Termine. Kommen wir zuletzt noch zum Flop der Woche. Das sind in dieser Woche die Penaltyschützen beim SC Rissersee. 13 Versuche hatten sie, nur 2 waren drin. Am Ende war es in einem sehr, sehr spannenden Spiel viel zu wenig und man verlor mit 4:3. Jetzt wünschen wir Ihnen noch ein gutes Sportwochenende. Servus, bis nächste Woche.